Sie ist noch ein anderer Raum dahinter. Alter, hier, Sam ist doch niemals hier vorne gewesen. Nee. Ich glaube, ich will nicht weiter in. Was ist denn jetzt? Ist das ein OP oder was? Ist das da so eine OP-Lampe? Nee, sah gerade so aus. Und seit wann hat Chris so eine Eier? Also mal ernst, also, oh, ne, der ist ja sonst. In aller Welt. Schisser ohne Ende, warum müssen die jetzt, warum rennt der so vor? Soll das ein Witz sein? Ja. Wusstest du von dem hier? Chris ist das, irgendwie so. Das ist ein komplett anderes Hotel. Plötzlich so keine Testikel davon. Bekommen. Hörst du das Geflüster, Benni? Noch nicht, zum Glück. Was stehst du hier rum? Luft doch weiter. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Ja, wir haben sie blamiert. Ja. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, der ist aber auch so ein kleiner Typ. Wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Ja, das noch filmen dabei. Na gut, ich hätte es wahrscheinlich irgendwann durchgezogen. Hätte gesagt, hier komm, Hose runter und gib ihm. Ja, du kannst auch gerne. Also. Netter Blick. Also nicht, dass ich jetzt beabsichtigt in dieser Position stehen bleibe, aber Benni, muss dich kurz rügen, mein Freund. Warum? Wenn dir sowas passiert, ja, du wirst verarscht, sonstiges vor deinem Schwarm und hast mich gesehen und bla bla sonstiges, dann würde ich überspielen, indem ich einfach meine Hose runterziehe und sage so, komm, dann lass jetzt hier kommen, lass uns loslegen, Freunde. Einfach übertreiben, bis die dann sagen, okay, komm, ey, sorry, war, ja, komm, wir gehen lieber. Tschüss. So, wo, wie, überhaupt? Ja, jetzt bin ich auch schon wieder abgelenkt, wo waren wir denn jetzt? Wir waren irgendwie, genau, wir waren hier und irgendwie, wo zur Hölle ist Sam? Oh, Evidence. Ah, hier haben wir noch ein paar schöne alte Zeitungen. So, oben auf. Hey. Ratsch. Absender, Quality Copy LTD, 2100 Clegg Avenue Southwest, Edmonton, Alberta, T6N8J5. Schön. Dann ist hier so ein geiles Postfach. Also, wieder aufgepackt. So, Ashley, na dann auf geht's. Let's go in deeper. Geh doch mal weg hier, Chris, bitte. So. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Dave, du ziehst das jetzt hier völlig aus dem Kontext alles. So, ich bin mutig, wir suchen Sam. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben, ich will hier weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Knatsch, knatsch, knatsch. Wie tief geht denn das hier runter? Und es scheint immer noch Licht durch. So, finden wir hier vorne irgendwas? Ich suche die ganze Zeit. Ich suche die ganze Zeit. Ist einfach bloß hinter eine Position gebracht irgendwie. So, du hättest mit Chris quatschen können. Soll ich nochmal mit Chris quatschen? Das ist, die Gespräche sind nicht so besonders gehaltvoll. Ach so, jetzt möchte er nicht mehr mit mir reden, ja? Oder was, drehst du dich weg oder wie? Ja, weil du an ihm schon vorbeigegangen bist. Du hast anscheinend die Chance verpasst. Warten, Alter. Ich hätte dir voll die coolen Sachen erzählt. Aber naja, dann. Ach du Scheiße. Oh, was ist hier? Oh, das ist das. Autobatterien. Okay. TV-Lights. Okay. Und Timer. Okay. Also hat hier irgendwer irgendwas vorbereitet? So, oder vor. Knusper. Ja, Entschuldigung, es ist so schlimm, es liegt direkt vor mir.
ich da im Hintergrund? So, warte mal, ich gehe erstmal kurz hier vorne. Das sieht so eher geschlossen hier aus. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Vielleicht noch ein Pippekin oder so? Nee. So, Christian, komm mal mit. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir da drin. Oh Gott. So ein gekachelter Raum ist immer grenzwertig. Ja, vor allem auch mit so einem Sägeblatt da links. Ich möchte ein Spiel spielen. Ach du Scheiße. Das ist ja mal ein Angelhaken. Das ist ja mal ein Angelhaken. Hallo, interagier doch bitte. Ashley. Jetzt. Dankeschön. Oh shit. Das ist ja echt reizend. Alter, was willst denn du damit angeln, Junge? Pottwale? Da ist auch noch eine Bärenfalle. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Pfui, pfui. So, hier vorne haben wir noch so eine bizarre Fotowand. Das sind wir. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Warum sind die Augen ausgekratzt bei... Ja, auf sie hat er es wohl am meisten abgesehen. Oh Gott. Und die anderen sind noch komplett untouched, oder? Irgendwie. Ansonsten hätte ich gesagt, so die tot sind, aber Josh ist ja noch nicht weggekratzt hier. Also irgendwie muss sie wohl... Oder ja, vor allem, wo ist Matt? Warum gibt's keinen Matt? Ach nee, warte mal, der war das letzte Mal, der war ja bei der Ursprungs... Der war nicht mehr bei ihr. Genau, der ist ja jetzt erst zum ersten Mal mit dabei. Ja, scheinbar muss die Person wohl Emily sehr auf den Kicker haben. Ich meine, was ist das, eine verdammte Todesliste? Gott! So, dann schauen wir mal. Okay, hier war die Tür. Ich wollte mal erstmal noch mal kurz gucken, wo Chris hingegangen ist, bevor ich jetzt hier schon mal die nächste Tür... Ach, ist das grob. Ist das so groß? Ist aber auch riesig da unten. Was denn? Ich finde, diese Keller, ey. Ich verstehe sowas nicht. Ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie so ein Anwesen, jetzt so ein Haus, irgendwie auf einer Irrenanstalt errichtet wurde. So, das ist aber eine geile Wanddeko. Leute, wir haben das Death Note gefunden. Wie bitte? Wo liegt denn der Death Note? Lass mich mal schnell einen Namen eintragen. Hast du Death Note mal gesehen, Benny? Nee. War ziemlich cool. Hat ziemlich Albträume von dir gekriegt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt da so alleine... Weißt du nicht mal einen Film anschmeißen? Irgendwie? Ja, aber warum ist Chris nicht dabei? Also, was ist... Okay, probier's mal. Nochmal kurz... Nee, nur ich erstmal nochmal zurück irgendwie. Warte mal, hey Junge, wo ist denn der Death Note? Wahrscheinlich meinst du die Wand damit. So, 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 so. Dass es so eine Art Death Note darstellt. Hängst du dein Bild da auf, wirst du sterben. Na, hier vorne können wir rum. Hm, sollen wir schön auf dem Grill? Müssen wir mal schauen hier vorne. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Oh, guck mal, Chris ist auf einmal da. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Ausgenommen. Okay. Dave, ey, was ist das? Mark, den Keller hätte auch gerne richtig viel Platz für Hobbyzeug und so. Hm, dein Hobby und so. Dave, du bist so spooky, Alter. Wirklich. Ja, yeah, okay. Oh, Steuerung. Na gut, dann gucken wir uns den Film an. Hey, hey. Warte mal, wir können doch mal hinten gucken, wo Dave... Ach Quatsch, wo Dave war. Wo Chris war. Wo Dave. Wie hießen denn die Viecher nochmal? Shirigani. Sieh dir das an. Blut? Wir müssen mal Desmond angucken, Benny. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Bestimmt. Ich hab's, aber verdammt ist das Ding schwer! Vorsichtig! Jetzt komm schon durch, Ash, ich kann sie nicht halten!
Jetzt wollen wir den Film nicht mehr gucken wegen der Katze. Was? Ich glaube, ich hab's hergesehen. Trash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also, wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen, los. Wer immer hier blutet. Das war's. Okay, du hast recht, ich komme. Oh. Gott sei Dank. Ich dachte schon, das Ding zerquetscht mich. Na komm. Ob das jetzt so clever war? Ich kann hier nur reagieren, Benny. Das ist. Ja, ne, aber. Das, ja. Also, was soll ich machen? What should I do? Ich weiß nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei dem Kopf vorgeht. Vielleicht ist ja nicht Winter draußen. Vielleicht lässt er das nur schneien. Ach du Scheiße. Und überall diese Schweine, ey, komm. Das sagt nie. Das sagt einfach nie. So, zack. Sam? Sam? Mann, ich will nicht immer den ersten Impuls nachgehen und durch die erste Tür gehen irgendwie. Dann verpasst man immer ein Totem oder irgendwas. Noch eine Tür, toll. Mann, no. So, gehen wir durch die kleine oder durch die große Tür? Ich würde tatsächlich eher dazu tendieren, durch die kleine Tür zu gehen, um eventuell von hinten umzukommen. Hm, würde ich auch machen. Let's do it. Okay. So, ganz cool durch die nicht gehen, weil sie verschlossen ist. So, schön Plan gemacht. Voll für den Arsch. So, also durch die große Schwingtür. Ab in den Ballsaal. Sieht nicht aus wie Sam. Nee, möchte nicht. Will nicht. Ja? Ne? Yeah. Sam! Scheiße, ich raff das nicht. Wer ist eine Puppe? Ja, nein, das ist ich auch. Wieso ist sie wie Sam angezogen? Keine Ahnung. Warum zieht jemand eine Puppe an wie Sam? Chris, ich weiß nicht und ich drehe hier gleich durch. Was zum Teufel ist Sam? Warte mal. Es ist verrückt, es ist verrückt. Nee, eine Hand. Kam die Stimme gerade bekannt vor. Sie hat doch nur Nein, Nein, Nein gesagt. Oh Mist. Ja, nicht das, was sie gesagt hat, sondern die Stimme kam mir bekannt vor. Ich möchte jetzt nicht sagen, aber die Stimme kam, kam mir nicht die Stimme Scheiße, bekannt Ash, vor. Ash, was hat er mit dir gemacht? Ja, der hat auch ganz schön einige sowas von fertig. Nein. Nein, jetzt kommt diese Version. Das diese Vision mit der, Waffe. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Oh. Verwerfst Stück Scheiße! Monster! Ich will nicht auf ihn sterben, Chris! Ich will noch nicht sterben! Niemand wird hier sterben! Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair! Was? Mir was sagen? Chris, es ist zu spät! Chris, was soll das sein? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drumherum und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet! Nichts davon war verschwendet! Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich hier raus. Ich lass dich nicht sterben. So, Chat, ihr könnt jetzt schon mal gleich aussuchen, wer draufgehen soll. Chris oder Ashley? Einer wird jetzt drauf gehen müssen, wahrscheinlich. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Tschüss. So, Benny, jetzt. Time for decision.
Oh mein Gott, oh, was? Nein, nein, Grant! So viel zum Zeit für Decision. Der Psychokampf. Diesmal bist du zu weit gegangen. Okay, ich hab mich verstanden. Siehst du das nicht? Wollen sie nach Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht, den Typen? Gott, mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Es ist ja, ich glaube nicht, dass er ihn therapiert. Ich glaube, das ist ein innerer Zwiespalt. Weißt du, was wir hätten machen sollen? Du bist krank. Fällt mir das jetzt ein? Ein Gar krankes nichts. Schwall! Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Der hätte doch sein können, was dass der Medien stammt. Was hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath! Oh, Benny, die sterben ja alle wie die Fliegen hier in der Folge. Mann! Wow, das ist schräg. Oh, Sam wieder. Im Bademantel. Im hey! Bade. Das ist Fernglas. Leute, kommt! Screenshot, Screenshot. Hallo? Sam? Ach, Scheiße. Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte! Wie haben wir denn in der Vision gesehen, dass er die Waffe wegnimmt? Das war jetzt nicht gerade. Lass los! Weg! Vor allem, ja, weg ist. Shit. Hätte auch sein können, dass er in der Version Ashley erschossen hätte und danach die Waffe ablegt. Kann auch sein. 7. Gewalt. 4 Stunden bis zum Morgen. Also ich muss sagen, dass Sam hier die ganze Zeit in so einem Badehandtuch unterwegs ist. Ich bin dahin. Sam, bist du, oh, ne? Entschuldigung, bitte. War gerade noch damit beschäftigt, Azun zu sein. Muss so scheiß kalt sein. Es muss so scheiß kalt sein. So barfuß und alles. Platsch, 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 platsch. So, was haben wir denn hier? In dieser Schublade befindet sich. Ach, eine Akte. Sieht aber sehr leer aus. Er kann es auch nicht drehen oder nicht. Achso, muss einfach loslassen und dann legt er sie hin. Joshua Washington. Abschließende psychiatrische Beurteilung. Ach, eine schön. 21.05.2014. Dr. A. Hill. Vertraulich. Oh, schön. Moment. Da habe ich was vorbereitet. Ah, okay. Denke ich kurz meine Frau begrüßen. Bis gleich. Chat, bis gleich. Das Vertrauen hier. Also. Ärztliche Vorgeschichte. 11.06.2006. Jeremy Harris, MD. Whale Point Surgery. Überwiesen am 2.04.2007. Nach einem Vorfall in der Schule. 26.04.2007. Oliver Perkis, MD, MPH. Pastoral Wellbeing Center. Überwiesen am 19.10.2009. Nach einem Vorfall in der Schule. 23.10.2009. Rosie Williams, MD. Santa Buena Medical Center, überwiesen am 9.12.2009, nach Uneinigkeit über Behandlung. 3.1.2010, Sarah North, MD, PhD,
Grand Light Hospital, überwiesen am 29.11.2013 nach starker Abnahme des Ansprechens auf Medikamente beim Patienten. 19.12.2013. Gegenwart Alan Hill, MD, MPH, Southwestern Circuitry, überwiesen am 14.03.2014 wegen potenzieller Selbstmordgefahr. Oh Mann! Oh Mann, 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 Mann! Zeigt dazu. So, Benny ist gone. Na schön. Dann kann ich ganz kurz mal hier mal gucken, was hier im Chat so abgeht hier. Ich werde ja hier von Benny nicht informiert, was hier im Chat abgeht. So, keine Sorge, Sam kann regenerieren. What? Ich muss mal kurz Angst loswerden. Habe ich auch gerade gemacht. Einfach laufen lassen, Jojo. Einfach laufen lassen. So, ja, bin ich dagegen. Bianca, sie wird sich deinetwegen noch erklären. Erkälten. Ja, na, ja, naja, dann muss sie durch. Leon hat sich nicht erkältet. Du musst ja nach Tee und Suppe machen, ne? Okay. Doch, wie sie ist gegen Tetanus geimpft. Den ganzen Schrott, der im Keller rumliegt, ja, tatsächlich. Da gibt es eine Dunkelziffer an Leuten, die sich heutzutage um Tetanus anstecken. Dann dann scheitern. Och nö, na wahrscheinlich, ja genau, vorne irgendwo ein bisschen gekratzt zum Schluss des Spiels in Kräfte zusammengebrochen, tot. Geht noch weiter im Buch, oder? Oh! Geht noch weiter, lese ich noch ein bisschen weiter, sorry. Hab ich nicht aufgepasst. Bisher vorgeschriebene Antidepressiva. Fluoxetin, 18.06.2006 bis zum 24.01.2010. Patient teilt mit, dass Nebenwirkungen, Kopfschmerzen, Übelkeit zu akut werden und bat darum, das Medikament zu wechseln. Duloxetin, 13.02.2010 bis 1.11.2013. Patient behauptet, das Medikament zeige keinerlei Wirkung mehr. Seine Stimmung habe sich massiv verschlechtert. Amitriptylin. Der Hans locker von der Zunge. 29.11.2013 bis zum 5.04.2014. Patient hat Selbstmedikation begonnen und stärkere Dosen eingenommen. Penicillin, 15.04.2014 bis heute. Dosis 30 Milligramm, zweimal täglich, erhöht auf dreimal täglich nach 2 Wochen. Sollte beim Patienten ein oder mehrere der folgenden Symptome auftreten, ist umgehend ein Arzt zu konsultieren. Nebenwirkungen: Hypotonie, verschwommene Sicht, Schwindel, Schlaflosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Muskelzittern, Leberschäden, Hepatitis. Bei Entzug: Übelkeit, Schlaflosigkeit, Albträume, Unruhe, Halluzinationen, Paranoia, Aggressivität, undeutliches Sprechen, Ataxie, Katatonie, Schocks. Behandlungsübersicht: Patient traf delirierend, verwirrt ein. Starke Symptome einer schweren depressiven Störung mit Bezug zum Tod oder Verschwinden seiner Schwestern. Patient wurde unter Beobachtung gestellt. Elektrokonvulsionstherapie. Aufgrund der sinkenden Medikamentenwirkung beim Patienten erwogen, jedoch abgelehnt. Kognitive Verhaltenstherapie. Interpersonelle Psychotherapie. Psychoanalyse und so weiter brachten keine Verbesserung. Neue Einstellungen auf Medikamente wurden erforderlich. Patient auf nicht selektive MAO-Hämmer umgestellt. Begründung: SSRI und SNRI haben sich als ineffizient erwiesen. Anfangsdosis 60 Milligramm Penicillin. Eine überdurchschnittlich hohe Dosierung war zur Reduzierung der Symptome erforderlich. Nach 2 Wochen verbesserten sich Symptome und Stimmungen des Patienten auffallend. Entlassen am 16. Mai nach zufriedenstellender Abschlusskonsultation. Dr. Alan Hill. Ocean View Hospital. Datum 16.05.2014. Rechnungsnummer 5132. An Pinnacle Drive, Pacific Road, CA. 90187. Lieferadresse: Washington Pictures
Incorporated Valitan Burbank. CA 90210. Menge. Behandlung, Preis, Betrag. 30 Nächte Aufenthalt unter Beobachtung. 395 und so weiter und so weiter. Einmal Penicillin. Erst, ach, das ist doch schön, schön. Was ist Summe? $26,250.24. Zahlung, Guthaben, 0. Ausstehender Betrag. Alles. Ja, ist ja ein Schnäpperchen. Ja, das ist, was du nicht werden darfst in Amerika, ist krank. Irgendwie. Und also, wenn du da keine Krankenversicherung hast, kannst du auch gleich deine Niere da lassen. Oder deine Erstgeborene, je nachdem. Was mehr bringt in dem Fall. Ist schon krass, ist schon krass. Ja, also Josh Jinks anscheinend nicht so gut. Benni, Josh Jinks nicht so gut. Das war die Krankenakte von Josh? Das war Josh. Uha, okay. Und da habe ich jetzt eine Menge von psychotischen Geschichten gelesen. Also. Okay. Das, also, ja gut, also der hat ja auch, ne, ging um seine Schwestern. Ja. Hat schon ein dickes Trauma hinter sich, muss man ja mal so sagen. Ja klar, natürlich, also der Tod der zwei Schwestern ist schon, der ist schon heftig. So, was haben wir denn hier? Eine Lampe, schön. Ich habe übrigens gerade mal auf meinen Zettel geguckt und von meinen Personen, die ich spiele, gibt's, wo wir es nicht wissen, nur noch Jessica. Alle anderen spielst du. Jesse, paint the picture. Naja, merkst du, dass du all deine Leute einfach umbringst? Also mit Matt dachte ich, ich mach das Richtige. Aber ja, Matt hat man ruhig kommen sehen, wa? Da hätte ich, was willst du da machen? Hallo. Und danke, dass ihr alle hier seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Hallo. Hallo, Kinder. Nein. Das passt nicht. Willkommen, Pilger. Ach, du Scheiße. Und ich frage euch, kommt euch die Stimme bekannt vor? Ja, vorhin hatte Herr Junger schon mal was geschrieben, irgendwie, ob das eventuell Josh' Stimme war. Es ist Josh' Stimme. Aber Josh ist tot. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie hat der sich... Wie perfide ist denn der Typ, Alter? Also hat er jetzt alles vorbereitet und sich selbst geopfert? Nee, ist er tot. Ja. Naja, also... Aber für, ja, okay. Also es ist doch Josh irgendwie. Es war doch Josh' Stimme gerade. Eindeutig. Und davor war die verzerrte Stimme. Und das ist auch die verzerrte Stimme gewesen von dem... Jenny? Ja, hast du noch was gesagt? Ich werde jetzt nichts weiter sagen an der Stelle. Videokamera. Okay. So, Cora Ashley hier, oder? Sind wir das? Wer wimmert hier? Oh nein. Scheiße. Nimm nicht deine Klamotten. Lauf so weiter. Ja, die zieht sich jetzt erstmal um. Also, oder auch nicht. Also, ich würde mich auch... Oh Gott! Ah! Mike, was machst du da unten? Da ist ein... Oh mein Gott, sei Dank bist du hier. Okay, geht's dir gut? Mein Gott, deine Finger, Mike! Ja, und dabei habe ich noch Glück. Was ist passiert? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Er will uns alle kalt machen. Ich weiß, das ist, aber nur weil ich alle innen kenne. Ach, Dave, du kennst das Spiel schon. Na gut, das ist halt auch schon seit 2015. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiße. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Hier ist eine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da aufmachen? Der pinke Rucksack. Ah nee, das war ja eine pinke Jacke, die sie anhatte, ne? Die Schwester? Ich dachte, das wäre der Rucksack. Oh, fuck. Oh, blutende Knie sehen ja fies aus, ey. Aber der ist links, nicht rechts. Ich weiß. Können wir deinen links überhaupt aufmachen? Na doch, ist ein Balken vor. Gut, nehmen wir den ab, bitte.
Gehen wir eben ja, nicht erst irgendwo erstmal gucken. Wieder gruppieren, gruppieren. Nicht alleine durchgehen. Naja. Avengers, sammeln! Hey. Gott, sieht so schlimm aus. Auch schön, dich zu sehen. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psychokiller zu bekämpfen, weißt du? Würdest du mal, Mike? Ja, klar doch. Ach, Menno. Okay, fertig. Bringen wir es hinaus. Allerdings. Was war das? Ist das Wein? Chris lebt! Nein! Geh weg! Hä? Oh, Chris. Oh, Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt. Leute.